Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist und heute endlich mal wieder ein Video über Luminar. Luminar, das hast du ja vielleicht schon mitbekommen, da ist eine neue Version angekündigt worden und zwar Luminar 4. Und zwar für Herbst 2019. Ein genaues Datum gibt es dazu noch nicht, aber man kann es bereits vorbestellen und das dann günstiger. Es wurde das erste Feature auch schon geleakt von Skylum selber. Es geht darum, dass man den Himmel ganz einfach austauschen kann und das mit künstlicher Intelligenz. Da kann jeder mal so selber reingucken. Es gibt so ein paar Bilder, so ein paar Vorher-Nachher-Bilder. Sieht sehr vielversprechend aus. Es gibt so ein paar kleine Stellen, wo ich selber sage, da ist es nicht ganz optimal. Aber es ist ja auch logisch. Bei einer künstlichen Intelligenz wird es wahrscheinlich nie zu 100% so sein, wie man es gerne möchte. Das heißt, ein bisschen Nacharbeit ist da wahrscheinlich schon noch erforderlich. Aber viel mehr Informationen habe ich darüber auch noch nicht. Ich habe nur diese Vorher-Nachher-Bilder gesehen, die man halt auch öffentlich auf der Webseite von Skylum sehen kann. Die kannst du dir mal reinziehen. Wie gesagt, nur der Hinweis an dich, man kann es inzwischen vorbestellen und das zu einem günstigeren Preis, als es dann am Ende kosten wird. Heute geht es wie gesagt um Luminar, allerdings arbeite ich jetzt noch in Luminar 3 und da geht es darum, dass viele ja gesagt haben, diese Bibliothek, eigentlich mag ich die gar nicht so gerne und ich möchte eigentlich nur meine Bilder damit bearbeiten. Dazu gibt es ja inzwischen auch Luminar Flex, aber wenn man trotzdem Luminar 3 besitzt, dann kann man auch ganz einfach diese Bibliothek umgehen und wie das funktioniert, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Viel Spaß! Luminar 3 bietet auch eine Funktion, die dir es ermöglicht, Bilder zu bearbeiten, ohne dass du hier Ordner hinzufügen musst. Zum Beispiel hast du ein Foto gemacht und du möchtest einfach nur ganz schnell mal gucken, wie es mit der Bearbeitung aussieht. Und dazu bietet Luminar natürlich auch eine Lösung. Und zwar gehst du hier oben einmal über Datei und dann nicht Bilder importieren, sondern Bilder zur schnellen Bearbeitung öffnen. Und dazu muss ich dann quasi keine weiteren Schritte machen hier, um Ordner hinzuzufügen, sondern ich sage jetzt hier einfach, ich nehme jetzt zum Beispiel mal dieses Bild hier und sage einfach öffnen und das Ganze wird sofort hier im Bearbeiten-Modul geöffnet und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, sofort meine Bildbearbeitung durchzuführen. Das werde ich jetzt hier einfach mal tun, ja, so ein kleines bisschen Schatten hier aufhellen. Die Lichter setze ich mal gar nicht so weit runter, das ist eigentlich Quatsch, ein bisschen Kontrast gebe ich noch mit dazu und ich glaube, ich werde mal hier so ein bisschen den Accent AI-Filter noch probieren. Ja, so ein bisschen gefällt er mir richtig gut. Das sieht schön aus. Und dann ein bisschen erweiterter Kontrast hier noch mit dazu. Ja, das gefällt mir auch schon ganz gut. Ein bisschen die Mitteltöne noch hier betonen. Und auf jeden Fall werde ich jetzt hier auch noch so ein bisschen die Sättigung rausnehmen. Das gefällt mir schon richtig gut. Die Färbung noch ein bisschen mit reinpacken hier. Jawohl. Vielleicht gebe ich noch einen kleinen Extra-Filter hier mit dazu. Schauen wir einfach mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal ein LUT-Mapping noch mache und dann wähle ich jetzt hier mal ein LUT aus. Ich denke mal, schauen wir mal hier. Manhattan sieht ganz gut aus. Ja, Manhattan nehme ich hier mal hier und werde jetzt hier die Stärke noch ein bisschen herabsetzen. Ja, das gefällt mir doch schon so richtig gut. Eine kleine Vignette vielleicht noch mit dazu packen. Ja, nicht zu viel. Aber ungefähr hier so minus 30, denke ich mal, passt ganz gut. Und jetzt mache ich jetzt einmal einen kurzen Vorher-Nachher-Effekt. Ja, schnelle Bildbearbeitung, gar nichts Großartiges. Aber ich kann jetzt hier sofort das Bild dann auch wieder exportieren und habe eine schnelle Bildbearbeitung durchgeführt, ohne dass ich dieses Bild jetzt oder den gesamten Ordner erstmal auf die Festplatte überspielen musste oder sonst irgendwas, sondern ich kann einfach direkt das Bild von der Speicherkarte öffnen, bearbeiten, exportieren und das Ganze ist sofort fertig. Natürlich kann ich mir jetzt hier auch das Bild nochmal später anzeigen lassen. Das ist nämlich jetzt hier oben in diesen Ordnern unter schnelle Bearbeitung abgespeichert. Das heißt, ich habe jetzt hier zum Beispiel meine Favoriten, hier sind alle Fotos drin. Und wenn ich jetzt hier einmal auf schnelle Bearbeitung klicke, da ist dieses Bild auch mit abgespeichert. Genauso wie diese beiden Bilder, die habe ich auch mal schnell bearbeitet, früher schon. Ja, und dieses Bild ist jetzt hier auch noch mit dazugekommen. Aber du siehst, ich muss jetzt nicht quasi erst den Ordner komplett hinzufügen oder irgendwas kopieren, sondern ich kann einfach das Bild direkt in Luminar öffnen, ohne große Umwege. Das ist also auch ein großer Vorteil von diesem Programm. Man muss nicht unbedingt dieses Bibliotheksmodul nutzen, wenn man es gar nicht möchte, sondern man kann auch direkt mit der Bildbearbeitung starten.
Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen dazu hast, poste sie einfach unten in die Kommentare. Und falls du es noch nicht getan hast, natürlich abonniere auch den Kanal, damit du keine weiteren Videos mehr verpasst. Denn hier gibt es Videos zu Luminar, zu Capture One, Lightroom, Photoshop, Fotografie und vieles mehr. Also ich hoffe, dass du damit am Ball bleibst. Und ansonsten, wie gesagt, kannst du Luminar 4 vorbestellen. Du kannst aber genauso gut auch Luminar 3 dir noch kaufen. Die Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und ich sage jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.